Sicher ist medizinischer Fortschritt wichtig. Um neue Medikamente zu entwickeln und zuzulassen, sind Tierversuche ein Standardprüfinstrument. Doch jetzt kommt die Frage, zu welchem Preis? In klinischen Studien am Menschen versagen 9 von 10 Medikamenten, die in Tierversuchen noch bestanden haben. Es ist also höchste Zeit für alternative Testverfahren, wie auch der Pharmaskandal vor 4 Jahren gezeigt hat. London, März 2006. Bei einem Medikamententest erhalten Probanden einen neuen Wirkstoff, einen monoklonalen Antikörper. Innerhalb weniger Minuten läuft die Immunabwehr der vorher kerngesunden Männer amok. Das kostet beinahe ihr Leben. In den vorklinischen Tierversuchen mit Affen deutete nichts auf diese Gefahr hin. Offensichtlich sind sich Mensch und Affe doch nicht so nah. Der Londoner Pharma-Skandal hat uns wieder einmal vor Augen geführt, dass sich die Ergebnisse aus Tierversuchen nicht 1:1 auf den Menschen übertragen lassen. Das liegt daran, dass Mensch und Tier sich unterscheiden. Im Stoffwechsel, auch im Immunsystem, in Oberflächenproteinen von Zellen. Deshalb kommt es dazu, dass bis zu 30% der Nebenwirkungen von Medikamenten im Tierversuch gar nicht auftreten, sondern sich erst in der klinischen Studie zeigen und die Medikamente dann mitunter auch nicht zugelassen werden können. Und deshalb arbeitet Johanna Schanz an zuverlässigen Alternativen zu den qualvollen Tierversuchen. Sie entwickelt Testsysteme, die die komplexen Eigenschaften unseres Körpers so gut wie möglich simulieren. Zusammen mit Professorin Heike Walles ist sie mit einem Testverfahren schon recht weit. Mit der künstlichen Leber. Denn unsere Leber spielt eine Schlüsselrolle. Manche Medikamente werden in der Leber erst in ihre therapeutisch aktive Form umgewandelt. Bei anderen können giftige Abbauprodukte entstehen, die die Leber schädigen. Es ist heute so, dass der häufigste Grund dafür, warum Medikamente nach der Zulassung vom Markt genommen werden müssen oder in den klinischen Studien versagen, medikamenteninduzierte Leberschädigung ist. Und das heißt, an einer künstlichen Leber ließen sich Medikamente vorzüglich testen. Basis dieser künstlichen Leber ist Schweinedünndarm als Nährboden. Versorgt wird dieser über die intakte Arterie. Der zweite Anschluss dient als Abfluss, als künstliche Vene. Alle tierischen Zellen sind bereits chemisch entfernt und das Schweinedarmstück sterilisiert. Nur die Matrix, eine Proteinstruktur aus Kollagen, ist samt Blutgefäßen erhalten. Auf diesem Gerüst können dann die menschlichen Zellen angesiedelt werden. Diese neue Kolonie von menschlichen Leberzellen wird über die Blutgefäße versorgt. Denn der Träger ist vaskularisiert, das heißt mit Blutgefäßen durchsetzt. Die Vorteile des Lebermodells liegen darin, dass wir es auf dieser vaskularisierten Trägerstruktur aufbauen und dadurch funktionelle Blutgefäße haben und eine Umgebung für die Leberzellen, wie sie sie aus dem menschlichen Körper auch kennen. Es entwickelt sich dann außerhalb des Körpers Lebergewebe, was wir für ungefähr 3 Wochen für die Testung von Medikamenten einsetzen können. In dieser Zeit überlebt die Leber nur in diesem Bioreaktor, den Heike Walles entwickelt hat. Der Reaktor ist an eine Pumpe angeschlossen, das Herz der Anlage. Sie wird so gesteuert, dass sie den menschlichen Blutkreislauf nachahmt. Blutdruck 120:80, Temperatur 37 Grad Celsius. Statt Blut fließt eine Nährlösung. Wir untersuchen in unserem Lebermodell den Um- und Abbau von Medikamenten. Das heißt, was für Stoffwechselabbauprodukte entstehen und sind diese oder die Ursprungssubstanz vielleicht giftig für die Leber, schränken sie die Leberfunktionen ein. Und als Fernziel möchten wir natürlich auch die Mehrfachapplikation von Medikamenten testen. Ist ja meistens so, dass man nicht eine Tablette nimmt, sondern jeden Tag eine oder morgens, mittags, abends. Für den Test werden die Wirksubstanzen in die künstliche Leber gespritzt. Dann analysieren die Forscher die dabei entstehenden Stoffwechselprodukte. Je mehr Enzyme freigesetzt werden, desto stärker ist die Leberschädigung. Wir hoffen, dass wir unser Lebermodell so weit weiterentwickeln und validieren können, dass wir damit eines Tages wirklich Risikoabschätzungen von Medikamenten und Toxizitätstests machen können und damit auch Tierversuche zu reduzieren, wenn nicht gar irgendwann vielleicht sogar zu ersetzen. Für ihre Arbeit an Ersatzmethoden zum Tierversuch erhielt Johanna Schanz den Tierschutzforschungspreis 2009. Tierversuche sind langjährig etabliert. Man weiß heute, wie man die Ergebnisse zu interpretieren hat. Und sie sind in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben.
Und leider gibt es bis heute wirklich zu wenig Ersatzmethoden. Und da sehe ich jetzt auch meine Verantwortung natürlich, seitdem ich den Tierschutzpreis gewonnen habe, weiter an unseren Modellen zu arbeiten. Denn Versuchskaninchen ist niemand gern, weder Mensch noch Tier. Allein im Jahr 2008 mussten in deutschen Labors mehr als 2,7 Millionen Tiere für die Forschung leiden. Das Lebermodell soll grausame Tierversuche beenden und uns Menschen rechtzeitig sichere Ergebnisse liefern.